Ich habe noch immer ein Trauma von der letzten Folge. Bromley hat meine Seele abgestochen und sie zerstampft. Ich übertreibe nicht. Aber ich hoffe, ihr habt alle den Stream verfolgt und dieses unglaubliche Hex-Battle verfolgt. Naja, also an sich bin ich ja echt froh, dass der Schwierigkeitsgrad diesmal wirklich krass ist. Aber gut, auf der anderen Seite haben halt auch zwei Volltreffer extrem gemeddert. Wie dem auch sei, das große Drama steht uns eigentlich jetzt erst bevor. Denn hier in dieser Villa haust Samantha. Und Lily soll hier gefangen sein. Herrscher-Sticker gibt's außenrum keine, vielleicht ja da drin. Und was macht das Ultra-Forschungsteam hier? Wenigstens mal eine Neuerung endlich. Unsere letzte Begegnung ist schon eine Weile her, Trainer auf Inselwanderschaft. Ich weiß nicht, was du bislang über seine Lumineszenz in Erfahrung bringen konntest. Doch wir für unseren Teil haben entscheidende Fortschritte in unseren Nachforschungen zu verzeichnen und wissen nun, was zu tun ist. Der Pokéball ist der Schlüssel. Wenn ein per Pokéball gefangenes Pokémon dem Trainer gehorcht, dem der Fang geglückt ist, sollten wir damit auch imstande sein, Necrozma auf ähnliche Weise zu kontrollieren. Denn was bei herkömmlichen Pokémon funktioniert, sollte auch bei Necrozma glücken. An dieser Stelle möchte ich dich ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir bei der Umsetzung dieses Plans keinerlei Einmischung wünschen. Kommandant Sainio, ich bitte um Verzeihung, doch ihr scheint lediglich Cosmox Wohlergehen am Herzen zu liegen. Und sie beherrscht Z-Attacken, was letztlich ja nichts anderes ist als Necrozmas Kraft. Willst du mir damit etwas sagen, dass wir dieses waghalsige Unterfangen einem Kind anvertrauen sollen? Du hast wohl vergessen, über welch gewaltige Kräfte Necrozma verfügt. Ihr hier Einhalt zu gebieten, ist daher eher so etwas wie ein Akt der Nächstenliebe. Erweise mir die Ehre eines Pokémon-Kampfes. Ich trete gegen dich mit unserem Pokémon an, der Ultra-Bestie Vinicro. Du lässt mir ja keine Wahl. Okay, das ist bislang der einzige Unterschied im Story-Finale, der mir aufgefallen ist. Bisschen mager, aber da muss ja zwingend noch was kommen wegen Necrozma. Bin mal gespannt, was passiert. Jetzt aber erstmal gegen Ultraforscherin Mirin und ihr Venigro. Wie gut das Pampros vorne dran steht. Wir sind zwar immer noch underleveled, aber Boden ist ja sehr effektiv und sollte eigentlich auch reichen. Ja, okay, Spezialverteidigung ist mir egal. Wir greifen physisch an. Und weggefetzt. Nice. Aber dass die echt nur dieses einzige Pokémon am Start haben? Vor allem Venigro hat ja eigentlich noch eine Entwicklungsstufe. Oh, Knuddler! Super Timing! Ich glaube, ich nehme dafür Schlitzer raus. Hat 90 Genauigkeit, ne? Ja. Nicht ganz so mein Style, aber mit Klauenwetzer können wir ja die Genauigkeit auch erhöhen. Okay, Charme oder Schlitzer? Ich würde sagen, dann geht Schlitzer raus. Weil mit Charme liebäugle ich immer noch ein bisschen. Das lasse ich erstmal drin. Ja, wirklich perfektes Timing. Super Mimikyu. Ach ja, und wegen des Finales. Hallo. Man sieht mich. Das ist wirklich äußerst ärgerlich. Ich verabscheue dieses unbefriedigende Gefühl, das man verspürt, wenn die Wissenschaft nichts auszurichten vermag. Wenn es uns gelänge, die Z-Kraft zu nutzen, würden wir schon irgendwie zurechtkommen. Doch was Pokémon-Kämpfe betrifft, sind unsere Fertigkeiten einfach unzureichend. Da hat er recht eigentlich, ne? Gute Analyse. Mach dir bitte keine Sorgen. Wir werden uns gegen Necrozma schon zu helfen wissen. Verfolge du indessen weiter deine Träume. Damit dich später einmal nicht dieselben Reuegefühle plagen wie uns. Die sprechen immer noch in Rätseln für mich. Aber es sind ja auch seltsame Gestalten. Mich wundert's, dass hier nirgends Herrscher-Sticker sind. Ne? In der ganzen Ever Foundation bislang kein einziger. Aber Alter, jetzt geht's richtig ab, ne? Hier drin spitzen sich die Ereignisse zu. Lily,
und Samantha. Oh, Domina. Dich habe ich ja eine Weile nicht mehr gesehen. Oh. Ich kann es kaum glauben. Du bist gekommen, um uns zu retten. Vielen Dank. Ihr kennt euch also? Ein talentierter Trainer wie Domina gibt sich mit jemandem wie dir ab? Das ist mehr als enttäuschend. Ich werde Cosmog retten. Auch wenn du damit nicht einverstanden bist, Mutter. Dum, dum, dum. Wie hast du mich gerade genannt? Mutter? Ich hatte vielleicht mal eine Tochter und einen Sohn. Das mag schon sein. Aber das war, bevor sie meine Liebe ablehnten und mich verließen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Lily. Gibt es eigentlich irgendwas, was du kannst? Mich überzeugen kannst du schon mal nicht. Und das Zeug zum Trainer hast du auch nicht. Aber heimlich Versuchsmaterial entwenden, oh ja, das kannst du. Du hast nur ein Auge für das Hässliche. Was dir fehlt, ist der Sinn für das Schöne. Doch selbst du bist nicht verloren. Denn mit meiner Liebe beschütze ich die ganze Welt. Die Welt beschützen? Mutter, was hat das zu bedeuten? Willst du Wölkchen etwa dafür? Ist dir denn völlig egal, was mit Cosmog passiert? Nun, da ich es gewaltsam dazu bringen werde, seine Kraft einzusetzen, ist es durchaus möglich, dass Cosmog dabei stirbt. Aber vergiss nicht, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Welt all meiner geliebten Pokémon zu beschützen. Wo sind deine Tabletten, Samantha? Sorge dich nicht, Lily. Cosmogs Opfer ist nicht umsonst. Ich danke dir, dass du dich so gut um es gekümmert hast. Ey, wir bleiben! Mutter! Vielen Dank, dass du gekommen bist, Domina. Ich möchte Wölkchen retten, aber ich weiß nicht wie. Ja, lass mich mal machen hier. Ich regel das schon. Hoffe ich zumindest. Kann man sich hier nochmal heilen, oder wie? Das Bett ist so himmlisch weich, dass man darin versinken könnte. Nee, wir haben nur kurz gekuschelt mit der Decke. Das Parfüm riecht gut. Aber jetzt genug mit den Faxen. Es geht ab. Voll der kranke Ort hier. Wo sind wir hier? Wenn ihr unbedingt herkommen wollt, dann aber bitte ein bisschen schneller. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich festlegen, mit welchem Pokémon wir beginnen. Leider weiß ich nicht mehr genau, welche Pokémon Samantha einsetzt. Ich kann mich nur an Costurso erinnern. Beim Rest habe ich keine Ahnung, deswegen bleibe ich bei Pampros. Und ansonsten müssen wir halt taktisch gucken, was geht. Ich habe übrigens Items verändert. Mimikyu trägt jetzt Lachsrauch. Ist, denke ich, bei dem ganz okay. Gerade weil es in der ersten Runde ja auch safe ist. Also haben wir gleich doppelte Chance, dass der Gegner nicht trifft und wir halt keinen Schaden nehmen. Und habe ich sonst noch was verändert? Ich weiß gerade gar nicht. Stimmt, Remi trägt jetzt den Expertengurt. Das sollten alle Änderungen gewesen sein. Das waren mir nämlich zu viele Z-Kristalle auf einmal. Ist ja nie gut, wenn man eigentlich nur eine Z-Attacke nutzen möchte. Und ich denke, das ist bei Raichu noch am besten aufgehoben. Puh, das wird echt schwer. Na, was sagt ihr zu meiner kleinen privaten Sammlung? Meine über alles geliebten Kinder. Sie sollen bis in alle Ewigkeit überdauern. Und deswegen musstest du sie vereisen? Du kranke Irre. Doch wenn die Welt in Dunkelheit fällt, kann ich ihnen nicht länger meine Liebe schenken. Voll die Liebe. Deshalb werde ich eine Ultrapforte öffnen und das Pokémon aufhalten, das unser Licht rauben möchte. Ich werde Necrozma besiegen. Okay. Hey, Domina! Und Lily! Es geht dir gut, Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an, du auch hier, lieber Tali. Vom Ultra-Forschungsteam war ich von Anfang an nicht überzeugt. Aber offenbar ist auch Bromley eine Null.
Würde ich jetzt nicht sagen. Um ein Haar hätte er mich wirklich gekillt, ne? Ich bitte dich, du darfst keine Ultrapforte öffnen! Was, wenn wir noch jemanden verlieren? So wie Vater damals. Oha, confirmed, wa? Denkst du etwa, ich hätte vergessen, was damals passiert ist? Ich verabscheue die Ultrapforten aus tiefstem Herzen, doch genau deshalb muss ich durch sie hindurchgehen. Ich lasse nicht zu, dass mich jemand aufhält. Auch nicht meine Tochter oder mein Sohn. Hä, hey, was? Tochter, Sohn? Ihr seid eine Familie? Ja, Familienbrennpunkt, aber... Ja. Nun, das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tali. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Dennoch werde ich sie retten. Mit meiner tiefen Liebe als Präsidentin der Effa Foundation, die sich mit dem Schutz und Erhalt aller Pokémon verschrieben hat. Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor Lily es gestohlen hat, haben bereits ausgereicht, um eine Ultrapforte zu öffnen, nicht wahr? Dammit. Nun habe ich Cosmog selbst in diesem Käfig. Wenn ich alles aufbrauche, was in seinem Körper steckt, kann ich die Ultrapforten nach Belieben kontrollieren. Bitte hör auf damit. Du weißt nicht, was mit Wölkchen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nach unserer Flucht aus dem Effa-Paradies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen. Wenn du es zwingst, zu viel Kraft einzusetzen, stirbt es, da bin ich mir sicher. Mutter, please. Ich bin Samantha. Und ich muss tun, was ich tun muss. Deine Medikamente nehmen? Oh shit. Sie meint es ernst. Wie man an dem Blick sieht. Kommt jetzt dieses Necrozma dazu? Weil damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Nein? Hä? Cosmog, du verweigerst dich also? Etwa Lily zuliebe? Piu. Wie heldenhaft. Du hast Lily sehr gerne. Sieht aus, als seien Gladio und Lily ein klein bisschen erwachsener geworden, seit sie sich von der Effa Foundation distanziert haben. Doch ich lasse nicht zu, dass sich mir jemand in den Weg stellt. Ich muss die Ultrapforte durchqueren und Necrozma finden. Das ist die einzige Möglichkeit, Alolas Pokémon zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass Cosmog eine Ultrapforte öffnet. Durch die Kraft des Käfigs wird es nicht in der Lage sein, sich erneut zu widersetzen. Da bist du ja! Also wollt doch alles beim Alten. Ich habe jetzt kurz befürchtet, dass Necrozma sich irgendwie einmischt. Aber... noch nicht? Keine Ahnung. Nicht, Mutter! Was, wenn auch du noch verschwindest? Wäre best case, oder? Deine Sorge um mich kommt etwas zu spät, Gladio. Doch sei unbesorgt. Ich werde dir durch einen Kampf beweisen, dass ich gut auf mich selbst Acht geben kann. Dann schauen wir mal. Ja, genau. Du wirst gegen mich kämpfen, Domina. Wenn es mir gelingt, dich zu besiegen, werden Lily und Gladio wohl endlich Ruhe geben. Wow, und da legt sie los. Aber wurde dann nicht ein bisschen was im Dialog geschnitten? Ich dachte eigentlich, Lily und Samantha hätten sich noch ein bisschen mehr beleidigt und Vorwürfe gemacht. Aber vielleicht kommt das auch später noch. Ich weiß es jetzt nicht genau. Konzentrieren wir uns erstmal auf diesen heftigen Fight. Sie beginnt mit einem Pixie, okay? Ja, das hatte ich jetzt wie gesagt nicht auf dem Schirm. Ich kann mich nur an Pastoso erinnern. Ja, klar. Level 47, ne? Warte mal, Pixie? Typ Fee. Stahl ist sehr effektiv. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr das Kilo auf der Waage zusammenbringt, aber durch Charme werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel Damage machen. Ja. Fuck, Alter. Der Charme macht Probleme. Ich muss aber weiterhin angreifen. Sie zieht zurück?
Oh shit, und droppt einen Milotic. Das ist heftig. Es wird eine Wasserattacke folgen. Ich brauche eigentlich den Z-Move von Alola Raichu, aber bin ich schneller als Milotic? Doch, oder? Ich komme. Also wenn ich nicht schneller bin als Milotic, dann... Klar, es ist kein langsames Pokémon, aber trotzdem. Es kommt Drachenpuls? Okay. Eine unerwartete Attacke. Vielleicht hat sie mit dem Wechsel spekuliert. Wie dem auch sei. Outspeede es und töte es bitte! Wir sind langsamer! Aber wir überleben, wir überleben, wir überleben. Denke ich. Und jetzt volle Power! Hatte kurz Schiss, dass wir schon wieder einen Critical Hit reingedrückt bekommen. Wäre ja nichts Neues. Aber es wird nicht reichen. Ich sag's euch jetzt schon, es wird nicht reichen. Es hat schon in der Vergangenheit bei anderen Pokémon nicht gereicht. Die Milotic ist nicht nur stark, sondern es hält auch viel aus. Es wird im roten Bereich übrig bleiben. Was, doch nicht? Jo! Geil. Dressella. War das nicht dieses Pflanzen-Pokémon aus der 5. Gen? Ja, doch. Dieser lange Lulatsch, ne? Aber das kann doch eigentlich nichts. Oder etwa doch? Wir sollten auf alles vorbereitet sein, aber Rebi, wird das sowieso nicht locker angehen. Sondern voll draufzimmern! Feuerschlag! Oh, wir sind schon wieder langsamer. Was? Achso, ja, cool, klar. Ah, okay, okay, okay. Ausgleich. 1:1. Ich glaube, der Volltreffer war sogar wichtig, weil ich bin mir nicht sicher, ob ein Feuerschlag gegen das Vieh gereicht hätte. Oh oh. Jetzt kommt Costurso. Bei dem habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, wie wir ihn besiegen sollen. Klar, Kampf ist sehr effektiv. Aber das Ding, das kriegst du nicht einfach so down. Da brauche ich locker 4 Hits oder so. Das müssen wir anders machen. Ich glaube, ich gehe auf Monster Kill. Und dann, wenn er rausgeswitcht wird, muss ich mal schauen, ob ich zu Pampona gehe oder zu Mimikyu. Costurso ist, soweit ich weiß, wirklich ihr stärkstes Pokémon. Also zumindest hatte ich das immer so im Gefühl und in Erinnerung. Den müssen wir halt dringend loswerden. Ach scheiße, stimmt. Überrumpler ist nicht sehr effektiv. Der ist ja Normalkampf, ne? Ja, aber trotzdem. Ich gehe auf Überrumpler. Ach du Heiliger. Okay, dann Aquavelle, das ist zumindest normal effektiv und es könnte verwirren. Aber wir werden das Kampffeld jetzt sowieso verlassen müssen und er kann sich auch noch heilen, Alter. Ach, ich darf ihn nicht mal mehr angreifen. Scheiße, dann hat er den ja voll zerstört. War vielleicht auch ein Fehler von mir. Ja, dann Pampona. Dann Pampona. Und zwar mit Hilfe eines Statuswertebons. Weil mit dem Typ ist echt nicht zu spaßen, ey. Und der kann ja auch noch Charme einsetzen, oder? Alter, wie viel es abzieht! Obwohl wir schon einmal Verteidigungsplus hatten, ne? Jetzt zweifach. So, was haben wir hier? Pferdestärke stand letztens in den Kommentaren, ist immer noch stärker als ein Ramboss. Es macht trotzdem so wenig, ey. Es macht so wenig. Wenn er bei der Attacke bleibt, dann halte ich noch einmal aus. Komm, Crit. Nein. Er bleibt aber nicht bei der Attacke. Ja, nicht so wild, nicht so wild. Das Scheiß, wie heilt sich nochmal? Aber es sieht so aus, als hätte er keine ultimative Waffe gegen Pampona. Dann packe ich doch mal einen Trank aus. Weil dieses Momentum sollten wir dann doch nutzen.
Ich habe auch neuen Stuff gekauft, damit wir hier drauf vorbereitet sind. Und ich könnte auch meine anderen Teammitglieder heilen, wenn er jetzt wirklich struggelt. Ah ja, tut er, tut er. Ich dachte, der hätte noch Charme drauf, aber scheinbar nicht. Tut so. Naja, mach du nur, mach du nur. Juckt mich nicht. So, nächster Hypertrank auf... brauche ich Raichu noch? Eigentlich nicht, oder? Ich weiß halt nicht, sie hat noch zwei Pokémon. Was könnte es sein? Aber die Z-Attacke ist halt weg. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir Remy oder... oder ihn hier nochmal heilen. Oh, das ist schwer. Ich gehe auf Remy. Da haben wir noch ein paar mehr Typen, die wir vielleicht gebrauchen können. Oder ich heile halt echt alle. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel auspacken. Passt schon. Pferdestärke! Haus in die Hölle! Och komm. Und der bringt sich noch nicht mal selber um? Ernsthaft? Komm, finito jetzt. Keine Lust mit dir hier weiter zu diskutieren. Stirb. So, was droppt sie? Vielleicht können wir ja sogar mit Pampona drin bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Stats wurden mega erhöht. Aber gut, das ist halt auch ein bisschen Pussy-Taktik, ne? Erdbeben! Ja, geil! Stärke 100, Genauigkeit 100. Somit besser als Pferdestärke. Rein damit. Nice! Yeah! Pampona wird zu einem noch krasseren Killer. Und Remy erreicht 46. So, was kommt? Was kommt? Schlapohr? Ist eigentlich kein Akt, oder? Also ich könnte es jetzt natürlich locker auch mit Pampona besiegen, aber ich will jetzt die Spannung nicht drosseln. Deswegen gehe ich rüber zu Remy und wir schmeißen die ganzen Stat-Boosts über Bord. Zumindest läuft es besser als gegen Bromley. So, jetzt Durchbruch raushauen. Ach, du hast Element... du hast Elementschläge am Start, ja? Und natürlich auch Luck mit deinen Statusprobs. Boah, was soll das? Was eine Assi-Taktik, du. Para und Verwirrung wollte er. Ach so, stimmt, das Pixie, das habe ich vorhin gar nicht gekillt. Right. Das müssen wir ja noch erledigen. Okay. Ja, dann wieder zu Pampona. Oh, wait. Wird die nicht gekillt jetzt? Ich glaube, es stirbt sogar. Kann das? Ich gehe trotzdem auf Rambos. Psychokinese. Speziell. Aber das ist auch kein Step. Eigentlich dumm. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es in der ersten Runde viel mehr Schaden gemacht hat mit irgendeiner anderen Attacke und es ist down! Yes! Ja, wow, dann haben wir die ja eigentlich gut zerstückelt. Oder hat sie jetzt doch noch ein Pokémon? Nein! Epic? Das lief gut. Bromley war einfach 500% stärker. Aber... das ist noch nicht das Finale. Also war es zumindest in Sonne und Mond nicht. Und irgendwas mit Necrozma muss ja noch passieren. Es war nur ein Etappenfinale. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Du bist wirklich stark, Domina. Auf diese Weise meisterst du gewiss auch deine Inselwanderschaft mit Links. Euch sind bestimmt Zweifel an meinem Vermögen gekommen, diese Aufgabe auf eigene Faust zu erledigen, hä? Diese Sorge ist vollkommen unbegründet. Immerhin habe ich ja Unterstützung. Bromley, zu mir! Er steht auf sie, deswegen gehorcht er aufs Wort. Jawohl! Ich mach mich nun auf, um Necrozma zu fangen. Warte, Mutter! Mein Partner Null wurde geboren, um Ultrabestien den Garaus zu machen. Sein gesamtes Training diente einzig dem Zweck, jenseits der Ultrapforte gegen diese Wesen zu kämpfen. Du bist ein guter Junge.
Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Sie meint es ernst. Auch nach dieser Niederlage lässt sie nicht locker und schreitet voran. Komplett wahnsinnig. Naja, und Bromley ist einfach dumm. Tja, und nun? Mutter, wieso? Wölkchen, geht's dir gut? Wölkchen? Was hast du? Es hat sich verändert. Sein Aussehen hat sich geändert, es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Cosmog wurde zu Kosovum. Und ich glaube, es wiegt jetzt 999 Kilo. Das sind viele Big Tasties, du. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmog rührt sich nicht mehr. Natürlich ist es wichtig, Necrozma zu fangen. Doch wir können unsere Mutter nicht einfach in einer unbekannten Welt ihrem Schicksal überlassen. Doch? Stimmt jemand dagegen? Nein, also... Lass sie doch einfach. Was, wenn sie nicht mehr zurückkehrt? Egal, wie sie sich verhalten hat. Sie ist und bleibt unsere Mutter. Who cares, komm. Ja, ich würde es gerne noch mehr sagen, aber ich glaube, ich halte lieber den Rand. Ist besser. Ich bereue das sonst. Entspricht das, was wir gerade gehört haben, etwa der Wahrheit? Was für ein Mensch ist diese doppelzüngige Samantha überhaupt? Während sie sich uns gegenüber freundlich gab und uns so um ihren Finger wickelte, hatte sie in Wahrheit nur ihre eigenen Absichten im Sinn. Was mag nur in ihrem Kopf vorgehen? Handelt sie aus Eigennutz oder folgt sie einem zu stark ausgeprägten Pflichtbewusstsein? Es stimmt schon, was man uns gesagt hat. Die Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Niemand weiß, was in ihr vorgeht. Wenn wir ehrlich sein sollen, fehlt uns das Talent für Kämpfe. Wir sind einfach nicht stark genug. Das mussten wir bisher auch nicht sein, da sich Probleme, wenn sie auftraten, mit den Mitteln der Wissenschaft lösen ließen. Aus diesem Grund fassten wir überhaupt erst die Option ins Auge, einen Menschen durch die Ultrapforte zu schicken, auf dessen Hilfe wir in Pokémon-Kämpfen würden bauen können. Was hast du da gerade gesagt? Ihr wolltet einen Menschen durch die Ultrapforte schicken? Gibt es etwa noch einen anderen Weg, eine Ultrapforte zu öffnen? Das Podium auf Pony. Dort zeigt sich ein Pokémon, welches man den Mondbringer nennt. Wir machten uns die Kraft dieses Wesens zunutze, um nach Alola zu kommen. Ich kann's kaum glauben, dass die beiden es sich zutrauen, eine Crossman zu fangen. Die Menschen dieser Welt müssen ja jede Menge Vertrauen in ihr Geschick im Pokémon-Kampf haben. Sobald Necrozma aus seinem Schlaf erwacht, wird es Alola aufsuchen, um sich an dessen Licht zu laben. Denn schließlich gibt es in unserer Welt kein Licht mehr. Ultra Metropolis ist in Dunkelheit gehüllt. Alte Sagen und Legenden erzählen davon, dass sich die Finsternis, welche Alola einstmals befallen hatte, mit der Kraft des Lichts vertrieben wurde. Doch all unseren Untersuchungen zum Trotz ist es uns noch nicht gelungen, mehr über dieses Licht in Erfahrung zu bringen. Eigentlich müsste dann noch ziemlich viel neuer Content kommen. Aber wann? Wann? Also, falls ihr euch alle vielleicht ein wenig ausruhen möchtet. Ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ja, du hast doch so viel geleistet, du Trottel. Ich werde hier schlafen.
Eine kurze Ruhepause hilft mir vielleicht dabei, zu verstehen, was in Mutter vorging. Ja, ihre Düfte einzuatmen wird auf jeden Fall Aufschluss bieten, sicher. Am nächsten Tag. Domina, Lilly wartet draußen auf dich. Wie wird es wohl weitergehen? So viele Neuerungen gab es an dieser Stelle jetzt nicht, aber ein bisschen was wurde definitiv rausgecuttet, da erinnere ich mich dran. Waren aber sehr schöne Kämpfe hier in der Alpha Foundation, der Schwierigkeitsgrad bleibt krass und das ist auch toll. Ja, also mal abwarten, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und bis zur nächsten Folge Pokémon Ultra Mond.